Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Adi, Schatz, alles Gute, dass man dich auch mal sieht bei den Dingen, die wir tun. So, gleich kommen Begrüße. So, was ich eigentlich sagen wollte, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Das ist das WBG Sommerfest, das klingt wie WGT, der World Gothic Treff, aber nein, es ist WBG und das heißt Wohnungsbaugesellschaft. Das klingt ja richtig brutal und da gibt's Freibier und Damenwrestling, Matsch, Schlamm irgendwie und ach, was weiß ich. Es ist einfach Wohnungsbaugesellschaft. Es ist einfach, gibt's Bratwurst. So sehen die Kontoauszüge, ach, die Geldautomaten aus in Meiningen. Und so sehen die Kontoauszüge bzw. Automaten aus in Meiningen. Weil die Leute immer gesagt haben, Ramses, zeig doch mal was von der neuen Stadt, wo du wohnst. So, der World Gothic Wohnungsbau Gesellschaftstreff fordert seine ersten Opfer. Wie ihr seht, hier ist schon das Deutsche Rote Kreuz am Start. Nimm die ersten mit. Zu viel Hitze. Zu viel Apfelschorle. So, guck dir das mal an, den ersten Hau, den Lukas in der Weltgeschichte, den ich je gesehen habe. Kannst du hier irgendwie draufhauen? Und dann fliegt das da hoch. Jetzt wollen wir mal hier draufhauen und mal gucken, ob er hier was geht. Man muss ja sich mal rantesten. Hauen wir mal. Mal gucken, ob ich überhaupt treffe, den ich hingucke. So, 100 Punkte. Gehen wir schnell weiter. Hier stehen noch überall Bänke, Tische. Hier in der Allee verteilt, könnt euch immer hinsetzen, in den Schatten, kurz ausruhen, überall hängen Luftballons, in der Allee verteilt. WBG, das World Gothic Wohnungsbau Gesellschaftstreff in Meiningen, hier noch mehr, wenn ich es rumdrehe, guck, noch mehr Luftballons, das ist wunderbar. Das ist das große WBG-Gebäude, wir wollen jetzt hier drüben rein und uns mal das Gelände anschauen, was es da alles gibt. So, was haben wir jetzt erstes gefunden? Dosen werfen. Also eigentlich ist es ganz am Ende, aber wir sind erstmal zum Ende gelaufen, um jetzt anzufangen und das Feld von hinten aufzurollen. Möchtest du auch werfen, Marie? Dann mach du doch die ersten drei. Dann kann ich nämlich gut zeigen, wie du wirfst. Weil wenn ich werfe mit der Kamera noch in der Hand, da fliegt doch alles sonst so hin. Drei Würfe. So. Ja, dann probieren wir jetzt mal die Roten. Wunderbar. Nehmen wir den gelben Ball für die Roten und hauen mal einen da drauf. Dann den zweiten. Und den dritten. Der ging an die Tischkante. So. Ja, der Anfang sieht immer gut aus. Dann Dankeschön. Jetzt ziehen wir weiter, gucken, was es noch so gibt. Da vorne habe ich nämlich noch Dart gesehen. In XXL. Hier kann man sich auch Glitzer-Tattoos machen. Hier gibt es so eine Bücherecke. Da könnt ihr Bücher mitnehmen für 50 Cent. Das sieht dann ungefähr hier, kannst du dir raussuchen, wie beim Flohmarkt. Das ist eigentlich der Spielplatz direkt hinterm Haus, wo ich immer meine Füße vergrab, wo wir letztens auch die Forschung gefilmt haben. So, wir sind jetzt beim Dart angekommen. Das erinnert mich an Jackass, wenn ich das hinter mir sehe. Da sind die komplett mit dem Körper dagegen gesprungen. Hier läuft das ein bisschen anders. Marie, willst du anfangen wieder? Ja. Drei Würfe, hau mal drauf. Ich halte deinen Ball, genau. Stell mich mal hinter dich. Zwei von drei. Vielleicht darf man ja sogar näher ran, das weiß ich gar nicht. Ja. Probieren wir auch mal drei. Ich weiß gar nicht, wie man die am besten wirft. Hau einfach mal so drauf, fliegt das ganze Ding weg. Aber das war der Wind, das war nicht die Wucht vom Schlag. So, nehmt ihr hier hinten am Zippel, habe ich auch noch nie gesehen. So. Mit der Hand hängen geblieben, wunderbar. Vielleicht einfach am Band und von unten nach vorne werfen. Oh, der ging hoch. So sieht das dann aus. Aber habe ich noch nicht gesehen. Wunderbar, Dankeschön. Würstchen-Rodeo gefunden hinter uns. Ich kenne das ja, Bullenreiten so. Bullen-Rodeo, aber noch nie auf einer Wurst. Ist, sagen wir mal, für Kinder ab 8, ne? Ab 8 heißt, gibt es keine Grenze. Gehen wir mal drauf. Pupsi muss die Kamera halten. Wow. Schuhe aus. Oder ich kann auch die Kamera halten. Ich gebe das lieber der Mama. Mach's halt einfach genau, dass es schön mittig ist. Damit wir nicht so viel links und rechts sehen. Mütze ist in die Brille dran. Ach, die Brille noch. Hier, ich gebe dir mal die Brille.
der Mitte. Mütze tue ich auch mal absetzen. So. Feuer frei? Ja. Die ersten 10 Sekunden sind entspannt. Sitzt oder liegt? Am besten ist immer sitzen. Muss man die eine Hand nicht frei lassen, oder? Ja, eigentlich macht man ja so, ja. Ja gut, hat nicht lang gedauert. Ist okay. Toll. Aber nicht einschlafen, gell? Was? Ich hab dich doch nie. Hast dir wehgetan? Mit Zauber. Oh, ein Leben. Spaß. Dankeschön. Bitte schön. Das hat gut getan. So, das war das Wurstrodeo. Da haben wir noch ein kleines Mini-Karussell für Kinders. Hier ist wirklich an alles gedacht. Aber das Würstchen-Rodeo übertrifft bis jetzt noch nichts. Kann man Seifenblasen machen, ne? Wo denn? Das ist jetzt hier Seifenblasen, ne? Stehen lauter Schüsseln und lauter Stäbchen. Da kann man die hochnehmen. Ist schon wieder geplatzt. Langsam hoch und erst oben bewegen. Erst oben bewegen und ziehen. Ihr spritzt doch hier alles voll. Alles voll. Ist wieder nichts drin. So, da kam kurz was raus. So, das musste nämlich irgendwie hier so rein, dass du siehst, dass da dann eine Schicht dran ist. Es ist halt ein bisschen windig, deswegen geht das wahrscheinlich immer gleich kaputt. Wow. Toll, jetzt ist es weggeflogen, jetzt sieht man es gar nicht. Oh mein Gott! Das funktioniert wirklich. Gegen den Wind einfach. Guck das mal, Tobi. Ja! Oh mein Gott! Guck dir das an! Jetzt ist sie kaputt. Da fliegt noch eine. Und lang gezogen, wunderbar. Ah! Das könntest du den ganzen Tag machen, glaube ich. So, hier gibt es auch Entenangeln, Entenfischen, wie auch immer. Die schwimmen hier alle im Kreis rum. Drei Enten. Drei Enten darfst du dir angeln. Wenn du 5 Punkte hast, dann kannst du dir wahrscheinlich hier was aussuchen. So einen Frosch, eine schwarze Ente oder eine weiße Ente. 3 Stück raus sammeln und dann mal gucken, zusammenrechnen. Oh, 3 Punkte haben wir schon. Gut, gut. Wir brauchen nur noch 2 Punkte. Und? Ein? Noch 1 Punkt brauchen wir. Eine Ende darfst du noch. 1 Punkt brauchen wir noch. Da staut sich so lange schon. Nochmal 2. 6 Punkte. 6 von 5. Darfst du jetzt? Jetzt. Hier ist viel Geschenke. Da kannst du selber Seifenblasen machen, wenn du das nimmst. Oder halt so eine Quietscheende oder Seifenblasen. Okay, dankeschön. So, wer Hunger hat, geht hier hin. Hier gibt es einen Waffelstand. Sind, glaube ich, sogar günstig. 1 Euro für eine Waffel, frische Waffel von hier, schön warm, lecker. Wir wollen uns aber jetzt, glaube ich, eine Bratwurst holen. Die anderen sind schon wieder weg, muss ich mal suchen. Bratwurst, let's go. Hinter mir befindet sich ein Zelt, immer noch auf der Suche nach der Bratwurst. Und hier ist wohl immer auch eine Zaubershow dann. Hier kann man sich auf jeden Fall erstmal noch unterstellen, untersetzen, reinsetzen. Zaubershow, Magic Robin, 14 bis 15 Uhr. Wird also wirklich einiges geboten. Wir suchen jetzt aber immer noch die Bratwurst und die anderen. Die müssen nämlich irgendwo da vorne sein. Und was das ist, weiß ich nicht. Das wurde mir einfach in die Hand gegeben. So, hinter mir befindet sich jetzt der Banana Jack Wagen. Meininger Banana Jack, Meininger Jack, meine irgendwas. Es gab auf jeden Fall damals, als ich mal hier war,
Meininger Bier mit im Super, im Super, nicht im Getränkehandel, genau. Gab es plötzlich Bananenbier von Banana Jack? Irgendwie gibt es das, glaube ich, nicht mehr, sagt Sandra immer. Das sah aber ungefähr so aus. Und war irgendwie, ja, also so richtig geschmeckt hat es mir damals nicht, weil es halt kein Weizen war, es war halt richtiges Bier. Aber ich werde trotzdem mal gucken, was es hier für Bier gibt. Hier vielleicht ein Bier holen für 2,50, Bratwurst für 2,50. So, hier seht ihr jetzt die Preise, die Bierpreise, die Bratwurstpreise. Hier seht ihr nochmal schön den Banana-Check. Und hier ist auch aufgelistet, was das eigentlich ist. 50% Schwarzbier, 50% Bananenfruchtsaftgetränk. Banana-Check. So, probieren wir mal das Brötchen und den Becher Bier irgendwie mit einmal zu nehmen. Und so läuft man jetzt hier weiter zum Bratwurststand, um sich eine Bratwurst zu holen. Bisschen überfordert. Dankeschön. Magst du mir auch mal was drauf machen? Senf und Ketchup bitte. Ich liebe dich so sehr. Noch einmal Senf, die Dame, dann bin ich sehr glücklich. Ich hoffe, mein Bier kommt nicht weg. Dankeschön, Pupsi. Jetzt ins Bier tunken. So, ich probiere jetzt mal in die Wurst reinzubeißen. Mal gucken, wie sie schmeckt. Einfach hier, wo noch Senf dran ist. Der andere Senf hier hinten ist einfach runtergefallen auf meine Hand. Kann man essen und immer gleich Brötchen dazu. Ich verstehe die Leute nicht, die immer die Wurst essen und dann das leere Brötchen übrig haben. Und dann meistens noch wegschmeißen. Ich ziehe mir immer hier was ab oder beiß unten rein. Hauptsache Brötchen mit Wurst in einem. Das war übrigens Trick 17. Dazu noch ein Schluck Bier und die Wurst ist gelutscht. So, ich saß jetzt übrigens hier in diesem Zeltchen drin, wo ich meine Wurst gegessen habe, damit man nicht so in der prallen Sonne sitzt. Und hier unten habe ich noch was anderes gesehen, was auch noch zu essen gibt, was ich euch auch zeigen möchte. Hier steht eine Original-Gulasch-Kanone mit Gulasch-Suppe und es gibt sogar Kartoffelpuffer. Ich möchte mal ganz kurz mal drüber filmen, wie das ausschaut. So, da dampft es noch raus. Das sieht doch gut aus. Gulaschsuppe mit Brötchen, 3,50. Und schöne Schüsseln dazu. Ich bin jetzt leider nicht so der Gulasch-Typ. Für mich wäre es eher Kartoffelpuffer. Aber ich bin auch nicht der Kartoffelpuffer-Typ. Was ich sowieso immer lustig fand, wieso heißt das eigentlich Gulasch-Kanone? Da denke ich an so eine Art Panzer mit so einem Kanonenrohr und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt da das ganze Gulasch vorne rausgeschossen, wie bei so einer T-Shirt-Kanone, wenn die immer so T-Shirts verschießen. Aber ist ein bisschen anders. Hat man damals in der Ausbildung in Eisfeld, gab es auch eine Gulasch-Kanone, da sind die in der Mittagspause immerhin, haben sich da immer was geholt. Ich habe da noch nie irgendwas gegessen. Damals schon kein Gulasch-Freund. So, hier hinter mir ist noch so ein Fischauto, ein Fischmobil, ne? Da steht Ostseefisch dran. Hier ist auch ein Schild, Ostseefisch, Bismarck, Matjes, Brathering, Seelachsbrötchen. Das wird nicht nur immer teurer, sondern auch immer salziger. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal einen Bismarck für 3 Euro noch auf die Hand, dass wir auch mal das Fischbrötchen hier probiert haben. Pupsi, Marie stehen schon da. Zack, stell mich einfach mal mit an. So, das ist die Auslage hier. Ich hätte gern ein Bismarck-Brötchen, ein Bismarck-Fisch. So, wie war das heute? Marie macht den Kühlschrank auf und schreit, Mama, da ist Fisch im Kühlschrank. Da stand ein Glas Rollmops. Fand die total widerlich. Wir freuen uns drauf, mal wieder Fisch zu essen. Tschüss. So, jetzt muss ich nochmal an das Schild. Abzocke auf Kabel 1. Ein Bismarck bitte. Okay, 3,50. 3,50? Ich dachte, kostet 3. 3,50. Aber egal, den lasse ich mir jetzt trotzdem schmecken. Wird nie wieder Fisch kaufen, nicht Spaß. Was sind denn die 50 Cent? Die 50 Cent sind doch egal. Ich nehme den jetzt, mir fällt die Gurke raus. Ich will nur da reinbeißen, ohne dass alles rumfliegt. Einmal so. Und einmal so.
Jetzt habe ich so viel Werbung für die Gulaschsuppe gemacht, dass Pupsi dachte, sie muss sich doch eine holen. Dankeschön. Sogar mit super Besteck, super Schälchen. Da sehe ich das nochmal. Und das ist mein Fisch. So, hier wird gerade Zuckerwatte gemacht. Für 1 Euro. Daneben gibt es eigentlich Slush-Eis für 1 Euro. Sieht aber so aus, als würde es gerade nicht gehen. Aber wenn, dann hole ich mir mal ein gemischtes. Weil für 1 Euro nehme ich das mit. So, zur Überbrückung, bis die Slush-Maschine wieder geht. Das Slush-Eis. Wollte Marie jetzt nochmal gucken, ob sie noch ein bisschen Seifenblasen machen kann. Das ist der Rest vom Schützenfest. Die Slush-Maschine hat auch gerade den Geist aufgegeben. Der ist, glaube ich, auch zu warm draußen. Da ist auch nur noch Plörre drin. Also, es wird Zeit, langsam heimzugehen. Jonas wacht nämlich auf. Den haben wir die ganze Zeit in dem Tragetuch versteckt. Der muss aber dann auch wieder gefüttert werden. Ei. Hey, das geht doch gar nicht. Warte mal. Auffüllen. Das tue ich mir mal hier extra. Du musst wirklich auffüllen. Hey, guck dir das an. So ein riesen Oschi. Nimm mal das. Damit habe ich gerade viel Glück gehabt. Muss mal irgendein anderes nehmen, wie das hier. Guck, jetzt zieht es sich wieder. Wunderbar. Pupi, du musst auch ein so etwas. Probiere ich es aber trotzdem mal damit. Lass mir doch nicht die Butter vom Brot nehmen. Richtig schön einsauen und dann. Das muss man ja malen in der Luft, ja, das ist ja wie gemalt. Hallo Pupsi! Okay, Unfall auf der A7. Aber ich will trotzdem noch einmal machen, es war ja nicht mit Absicht. Ach verdammt, das ist nix. So, dann hätte ich gern ein Slush-Eis, aber ein gemischtes bitte. Das ist grün und rot und ein rotes Trinkhalm und das ist super. Pünktlich zum Feierabend hat die Slush-Maschine wieder Bock. Jetzt wo die drin steht, kann ich nachvollziehen. Wenn ich in der Sonne bin, 5 Minuten später Kopfweh, geht gar nicht. Probieren wir mal das grüne rote Slush-Eis. Mmh, ist das süß. Und irgendwie schmeckt es nach. Ich weiß nicht noch, was es schmeckt. Das ist wieder undefinierbar. Hätte ich mal lesen müssen, da stand bestimmt dran, was das sein soll. Soll ich sie irgendwo? Also das Grüne ist, glaube ich, Waldmeister. Das Rote schmeckt irgendwie wie Kaugummi ein bisschen, keine Ahnung. Probier mal und sag mir mal, was es schmeckt. Nee, jetzt auch nicht mehr. So, dann war es vom World Gothic Wohnungsbaugesellschaftstreff. Am Anfang kommst du her, da werden die schon hier reinweise mit dem Wagen weggefahren. Am Ende gibt es wieder Slush-Eis. Beste Wetter. Super Stimmung, außer bei uns. Und deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.